Der Skilandescup startet kommendes Wochenende planmäßig mit einem Technikbewerb in der Schlick 2000. Beim Tirolcup, der Ende Dezember starten soll, sind hingegen aufgrund der aktuellen Sicherheitsdebatte Verschiebungen nicht ausgeschlossen. Ja, es könnte Veränderungen geben, es könnte Verschiebungen geben. Wenn manche Sachen nicht rechtzeitig eintreffen, kann es zu Verschiebungen kommen. Ich bin aber sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das rechtzeitig schaffen. Derzeit wird intensiv zwischen Bergbahnen und den Vereinen, sprich Veranstaltern, verhandelt. Doch grundsätzlich gibt es noch einiges zu diskutieren. Das nächste ist, dass im Raum steht, dass wir eventuell nach dem Muster von Deutschland, von Italien, also wird in anderen Ländern schon so gehandhabt, Athletenerklärungen nicht nur von den Kaderläufern bzw. den Läufern eingefordert, die FIS-Rennen fahren, sondern auch von allen, die auf landesweiten Ebenen Rennen teilnehmen. Und dann steht natürlich noch im Raum, dass wir bei manchen Strecken, Rennstrecken, Trainingsstrecken zusätzlich Sicherheitsmaterialien anschaffen müssen. Und da wird es eine Abstimmung geben zwischen dem Land, zwischen den Bergbahnen und den Vereinen, wer was übernimmt. Es geht da nicht nur um die Anschaffung, sondern auch um den Aufbau, den Abbau, die Wartung und so weiter. Dass man sich zu spät Gedanken über die neue Saison gemacht habe, lässt der Präsident des Tiroler Skiverbandes nicht gelten. Manche Sachen gehen einfach auch nicht schneller, weil es da weiträumige Abstimmungen geben muss. Da bin ich jetzt einmal dem Land Tirol sehr dankbar, dass es diesen runden Tisch gegeben hat, dass wirklich alle an einem Tisch zusammengekommen sind. Und ich denke doch, dass wir zeitgerecht alles unter Dach und Fach bringen können. Unsere Nachfrage bei mehreren Skifunktionären und Sportlern nach deren Sichtweise war übrigens erfolglos. Alleiniger Ansprechpartner sei hier der Präsident. Margreiter sieht das jedoch nicht als Maulkorb. Wir wollen mit einer Zunge sprechen. Wir stehen da alle dahinter, hinter diesen Entscheidungen. Und da ist es nur normal, dass sozusagen ein Verantwortlicher, und in diesem Fall ist es halt der Präsident des Tiroler Skiverbandes, dazu Stellung nimmt. Naturgemäß ist es ein Thema, das auch manchmal sehr emotional diskutiert wird, das von Emotionen getragen wird. Wir sind in Wahrheit ja sehr dankbar, dass viele Leute da mitarbeiten, die emotional dabei sind. Von dem lebt der Skisport. Aber in diesem Punkt ist es vielleicht vernünftiger, sehr sachlich das durchzusprechen, zu diskutieren, abzuarbeiten und dann zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Noch ist der Tirol-Cup-Kalender jedenfalls nicht in trockenen Tüchern. Und ob sich alle Details jetzt wirklich so schnell klären lassen, wie es sich der Tiroler Skiverbandspräsident wünscht, wird sich zeigen.